Hallo Freunde, die Abstimmung ist jetzt tatsächlich beendet. Hier ist das Ergebnis. Es ist deutlich knapper ausgefallen, als ich dachte, und auch etwas anders, als ich erwartet hatte. Aber ich bin trotzdem nicht traurig. Skyrim ist ein fantastisches Spiel und dementsprechend gibt's dazu ein Let's Play. Gut, ich habe euch versprochen, ihr habt Mitbestimmungsrecht. Das heißt, ihr dürft den Charakter mitentscheiden. Und dazu muss ich euch ein paar Fragen stellen. Diese Fragen stelle ich euch hier in diesem Video, damit ihr die seht. Solltet ihr nach Möglichkeit in den Einstellungen die Anmerkung zu den Videos einschalten, dann erscheint da oben ein kleines i. Ich habe das jetzt mal hier bei dem Abstimmungsvideo hinzugefügt, um das zu erklären, weil das wohl nicht jeder kennt. Ich habe das selbst erst jetzt die Tage rausgefunden. Okay, was steht bei diesem i? Bei dem Video, das ihr jetzt gerade guckt, stehen da ganz andere Sachen. Das hier ist ein Versuch. Und da kann man Einstimmungen oder Abstimmungen einblenden. So ist richtig. Nicht alles gleichzeitig sagen. Wie gesagt, bei dem Video, das ihr jetzt gerade seht, wird das anders aussehen. Da gibt's verschiedene Felder mit verschiedenen Fragen und da könnt ihr jeweils anklicken, was ihr wollt. Bei euch dürfte sowas drinstehen wie männlich-weiblich. Das bezieht sich nicht auf euch. Ich weiß, dass ungefähr 2% der Zuschauer weiblich sind bei mir. Ich will wissen, was der Charakter sein soll. Männlein, Weiblein, wie auch immer. Dann werde ich euch fragen, Kämpfer, Magier, Schurke, eine Kombination, irgendwas dazwischen, alles. Irgendein Blödsinn wird hier schon drinstehen. Im Normalfall werde ich, oder im Normalfall ist mein Charakter immer eine Kombination aus verschiedenen Sachen. Ein kämpfender Bogenschütze oder ein zaubernder Magier oder einer mit Vollplatte, der trotzdem Zerstörungszauber anwendet. Ich habe auch schon mal einen Paladin gespielt und war dann beim Kreuzzug des Lichts gegen die Vampire dabei. Das ist ein Kämpfer in Vollplatte mit Schwert und Schild und der hat trotzdem Heilzauber, Schutzzauber und so ein Gedöns. Wenn ihr da irgendwelche Vorlieben habt, das hier sind puristische Sachen, eine Kombination geht immer. Klickt einfach an, was ihr wollt. Ich bin mir noch nicht ganz sicher in dem Moment jetzt, wie das hier aussieht. Das kann ich sowieso erst alles einrichten, wenn das Video online geht, dass ich hier, ja, dass ihr hier seht, dass ich hier bequatsche. Und was auch immer hier drin steht, wenn euch irgendwas davon gefällt, klickt das einfach an. Ich kann das anschließend auswerten, ich krieg das angezeigt und so weiter. Und dann kriegen wir das hin. So stellen wir den Charakter erstmal zusammen. Die erste Aufnahme zu dem neuen Let's Play findet am Mittwochabend ab 19 Uhr statt. Und zwar auf meinem Twitch-Kanal. Das werde ich live streamen. Wer da also bei der Charaktererschaffung dabei sein will, wer Helgen miterleben will und das Intro, ist am Mittwochabend herzlich eingeladen dabei zu sein. Charaktererstellung dauert bei mir mindestens eine Stunde. Und wenn ich alle eure Wünsche berücksichtigen soll, dann wahrscheinlich noch etwas länger. Anschließend können wir noch irgendwas zusammenzocken, wenn ihr wollt, was nicht Skyrim ist. Und keine Panik, ich habe vor, das auch aufzunehmen. Episode 0 kommt dann wahrscheinlich am gleichen Tag wie Episode 1. Und Episode 1 wird starten außerhalb von Helgen, wenn der Charakter dann endlich alleine ist, wenn dieser geskriptete Event beendet ist und wenn wir auf uns alleine gestellt sind. Ihr könnt am Mittwoch dann außerdem sagen, zu welcher Fraktion wir als erstes gehen. Das ist etwas, was ich hier in die Abstimmung erstmal nicht reinmachen möchte. Und wer im Laufe des Let's Plays Wünsche hat, schreibt die einfach in die Kommentare. Ich werde auf so viele, wie ich kann, eingehen. Wenn ihr allerdings schreibt, ihr wollt unbedingt zur Fraktion A, und ich bin auf dem Weg dahin, und in der nächsten Episode schreibt jemand, ich will aber Fraktion B, dann muss man sich ein bisschen gedulden. Ich kann nicht alles gleichzeitig machen, sonst wird das alles ewig dauern und man wird niemals fertig. Eins nach dem anderen, wer zuerst kommt, mal zuerst. Und wer die meisten Leute hinter sich scharren kann, das heißt die meisten Leute mit den gleichen Vorschlägen, die meisten Daumen hoch, wie auch immer, der wird am deutlichsten gehört, sage ich mal. Okay, so viel mal zur Abstimmung, so viel zum Let's Play. Das wird Skyrim. Keine Sorge für die Leute, die Skyrim nicht sehen wollen. Ich kenne da einige. Es kommen auch noch andere Spiele. In den nächsten Tagen wird wahrscheinlich das Anno-Let's Play zu Ende gehen. Auf die eine oder andere Art. Ich verrate jetzt mal noch nicht so viel.
Und dann stehen auch wieder Warhammer und Hearts of Iron mit auf der Liste. Es werden auch noch andere Spieler zur Abstimmung stehen, aber die beiden sind auch wieder dabei. Die Abstimmungen laufen zukünftig auch über dieses Infokartensystem. Das heißt, in einem Abstimmungsvideo wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn ihr diese Anmerkung einschaltet, damit ihr diese Infokarten sehen könnt. Da frage ich euch nach eurer Meinung. Gut, so viel mal dazu. Ich gebe nochmal ein separates Video raus, wahrscheinlich morgen, zu den Livestream-Geschichten. Denn Elite verschiebt sich dadurch von Mittwochabend auf Freitagabend. Aber ich kann mit Skyrim einfach nicht mehr bis Freitag warten, oder ich will nicht so lange warten. Ich will das eigentlich am Mittwochabend direkt aufnehmen und dann, wenn es geht, am Donnerstag schon die erste Episode bringen, beziehungsweise Episode 0 und Episode 1. Okay, ich glaube, damit habe ich alles abgehakt. Dann sehen wir uns, wenn ihr wollt, im nächsten Video. Bis dahin, dann macht's gut. Hallo Dionsteif. Ciao, Freunde.